Jede Schleife hier bringt dir Glück. Von Spaß und Mode ist jeder entzückt. Jede Schleife ist ein Einzelstück. Nach Spaß und Mode ist jeder verrückt. Drum seid willkommen in die Schleifenboutique. Versprochen. Hallo, Minnie. Bist du bereit, dir die Parade anzusehen? Das sieht nach Spaß aus. Versuch's mal selbst, Daisy. Aber denk dran, du musst schön langsam an der Kurbel drehen. Du liebe Güte. Guten Morgen. Daisy. Ich glaube, mit deiner Maschine stimmt was nicht. Oh nein, unsere Schleifen. Das ist furchtbar, Minnie. Ach, Figaro. Hey, Minnie, kann ich was von den Resten haben? Klar, hier bitte, Kukulina. Danke, Minnie. Es wird Zeit für ein neues Bett. Oh, hallo, Roxy. Minnie, du musst mir helfen, bitte. Oh, die Parade beginnt. Es ist einfach fürchterlich, fürchterlich. Na, Roxy, vielleicht kann ich dich trösten. Sieh mal, was ich hier für dich habe. Glaub mir, es ist fürchterlich, fürchterlich. Das muss was Ernstes sein. Seht euch mal die riesigen Tubas an. Minnie, ich kann meine Pompoms nicht finden. Und Cheerleader dürfen ohne Pompoms nicht an der Parade teilnehmen. Oh je, Roxy. Tja, wie wär's stattdessen mit einem Schleifenband? Naja. Ach, Figaro. Ist schon gut, Minnie. Ich brauche Pompoms. So sind die Regeln. Ach, du gute Güte. Hier kommt das gesamte Footballteam mit allen Cheerleadern. Moment mal, Roxy. Gehörst du denn nicht auch zu den Cheerleadern? Oh, ich gehe wohl lieber nach Hause. Vielen Dank für alles. Warte, Roxy. Als Ersatz für deine alten Pompoms mache ich dir einfach neue Pompoms. Die neuen Pompoms sind wunderschön. Jetzt kannst du zur Parade gehen. Die sind umwerfend. Hip, hip, hurra! Minnie ist wunderbar! Oh ja! Leg los, Roxy! Hey, Mädels, wartet! Wiedersehen und danke nochmal! Tja, wir haben es wieder geschafft, Minnie! Oh, Daisy, wie ich immer sage, Schleife gut, alles gut! Das ist meine Schleifenboutique. Jede Schleife hier bringt dir Glück. Von Spaß und Mode ist jeder entzückt. Jede Schleife ist ein Einzelstück. Nach Spaß und Mode ist jeder verrückt. Drum seid willkommen in Minnies Schleifenboutique. Wie gefällt dir die hier, Figaro? Sieht meine blühende Blumenschleife für dich nach Frühling aus? Oh, du hast recht. Das ist noch nicht frühlingshaft genug. Tada, da, 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 da. Ich bin ja so aufgeregt wegen unserer Frühlingsgartenparty. Oh, ups. Tut mir leid, Figaro. Oh, Minnie. Die Mädchen können es kaum erwarten, deine neue Frühlingsschleife zu sehen. Ist sie fertig? Nein, noch nicht ganz, Daisy. Ach, ich habe mich irgendwie festgefahren. Festgefahren? Aber was ist denn los? Ach, Daisy, ich finde die eine spezielle Sache nicht, die sagt, es ist Frühling. Sehen wir doch mal nach. Wenn ich an Frühling denke, dann male ich Dinge wie Blumen, Hundebabys, Regenbögen. Ein Regenbogen? Ja, ich mache eine Regenbogenschleife. Siehst du? Ich wusste, ich kann dir helfen. Fangen wir gleich mal an. Ich habe hier irgendwo jede Menge neuer Bänder. Warte. Oh, dieses Regenbogenband ist so... Oh! Vorsichtig, Figaro. Nichts passiert. Oh, also, das sah auch nicht sehr nach Frühling aus. Ich glaube, das können wir besser. Oh, eine Marienkäferschleife. Gute Idee, Minnie. Oh, Figaro? Böses Kätzchen. Oh, Minnie. Sie ist ruiniert und wir haben nicht mehr viel Zeit. Keine Sorge, Daisy. Uns fällt schon noch was ein. Sieht aus, als bräuchtest du gezwitscherte Hilfe. Hallo, Kukulina. Weißt du, eine Freundin hat mir mal gesagt, die besten Ideen sind normalerweise direkt vor deiner Nase. Oder in meinem Fall, vor meinem Schnabel. Und wer war diese Freundin? Na, das warst du, Minnie. Also, wenn uns nicht bald etwas einfällt, dann ist es zu spät, Minnie. Figaro! Was ist denn in dich gefahren? Oh,
wolltest du mir sagen? Minnie, warum bewegt sich meine Schleife? Oh, das ist nicht eine Schleife. Sieh mal. Denkst du das, was ich denke? Ganz bestimmt. Mal sehen. Ich präsentiere deine Frühlings-Schmetterlingsschleife. Minnie, das ist die schönste Frühlingsschleife aller Zeiten. Entschuldige bitte, Figaro. Das haben wir alles dir zu verdanken. Und Figaros Freund. Ich sag dir, was Daisy selbst Schmetterlinge wissen. Schleife gut, alles gut. Das ist meine Schleifenboutique. Jede Schleife hier bringt dir Glück. Von Spaß und Mode ist jeder entzückt. Jede Schleife ist ein Einzelstück. Nach Spaß und Mode ist jeder verrückt. Drum seid willkommen in die Schleifenboutique. Und der Gewinner des musikalischen Geheimniswettbewerbs ist Daisy Duck. Oh, ach, wie super, ich hab's geschafft. Hurra! Daisy, du hast wirklich gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ein Wettbewerb? Und was hast du gewonnen? Ich weiß es nicht. Das ist ein Geheimnis. Oh, das Geheimnis ist gelüftet. Du hast einen Flügel gewonnen. Oh, supi, supi. Alles klar, Daisy. Wow. Komm, schieben wir ihn ins Haus. Oh, oh. Und was jetzt? Vielleicht flutscht er mit etwas Öl besser rein. Ich versuch's mal. Keine Sorge, Daisy, uns wird schon was einfallen. Aha. Na, dann wollen wir mal. Und hoch damit. Vom Radiowettbewerb. Viel Spaß damit. Was denn? Das ist mein Preis? Ja. Yep. Oh, hey. Der Flügel kommt zu deinen Nachbarn. Könntet ihr ihn wieder rausschaffen? Oh. Das ist meine Schleifenboutique. Jede Schleife hier bringt dir Glück. Von Spaß und Mode ist jeder entzückt. Jede Schleife ist ein Einzelstück. Nach Spaß und Mode ist jeder Kukulina, passt auf. Wir sind gleich zurück. Na dann, mein kleines Ei, Zeit für ein Schläfchen. Nein! Mama, Mama, Mama.
Kleines Eilein, kleines Eilein, sei ruhig, schlaf ein und träume was Süßes, ich werde bei dir sein. Ich bin gleich wieder zurück. Psst. Habt ihr sie gefunden? Nein, weit und breit kein Mama-Vogel. Was macht das Ei? Dem geht's bestens. Werden. Wie renoviert? Oh, wir machen alles neu. Und wie genau? Naja, es muss alles ein bisschen moderner werden. Gute Güte. Bist du dir ganz sicher? Oh, womit fangen wir an? Wie ich immer sage, wir fangen unten an und arbeiten uns nach oben. Und fertig. Na, was sagt ihr? Sieht supi aus. Tja, warum hängt man das auf? Spielt das eine Rolle? Was sind denn das für Fußabdrücke auf unserem nagelneuen Boden? Aus dem Weg! Sowas auch. Da hat jemand offensichtlich nicht aufgepasst. Aha. Upsi. Hat jemand den Hammer gesehen? Er liegt auf dem Tisch, Kokolina. Oh, hab ihn gefunden. Melli, du musst doll aufdrücken, damit die Bläschen rausgehen. Hey, Minnie, hilfst du mir beim Malern? Oh ja, liebend gern. Wunderbar. Oh. Tada. Oh. Hoppla. Tante Minnie, alles ist so kunterbunt. Ja, das kann man laut sagen. Soll das etwa so bleiben? Natürlich. Ist das nicht toll? So, noch ein bisschen Staubsaugen und... Oh! Ich helfe dir, Daisy! Neue Boutique sieht wunderbar aus. Sag ich doch, etwas Veränderung tut gut. Sieht doch aus wie vorher.